schönes Flammenspiel über den Auspuffrohren. Ja, ich kann dir so, die Bude ist rappelvoll, finde ich, dafür, dass das gerade erst losgeht. Die Leute haben richtig Bock. Jetzt ist Blue Wendelin an der Kette. Wie gesagt, der macht heute den ersten Zug hier in Edewecht und schauen wir mal, was er kann. Pünktlich, wie die Edewechter sind. Ja, da ist er, da ist er. Der erste, meiner Meinung nach, lupenreine Full Pull. Ja, das ist ein Full Pull. Ich denke mal, Stecken werden sie ja nicht fahren. Wie gesagt, wir haben zwei Showpulls. Der Bremswang steht gut und die Edewächter werden natürlich auch, so wie du gerade auch schon sagtest, das Ganze natürlich so ein bisschen nehmen, um den Bremswang einzustellen, um zu sehen, wie ist die Bremswirkung. Und ja, das Leergewicht vom Bremswagen um die 18 Tonnen. Genau, jetzt sehen wir erstmal, ich glaube, den Jungfernstart vom Blackout. Ach, schade, das sah so gut aus, da kocht das Wasser aus dem Motor. Ja, auf jeden Fall sehr spektakulär. Ja, und die Limited Modified Klasse, ja, soll ja sozusagen als Einsteigerklasse gelten. Oh, da fliegen die, da fliegt der Handschuh weg. Ja. Die Laune ist jetzt wohl gar nicht die beste. Soll als Einsteigerklasse gelten, ja, um sozusagen Neueinsteiger, in Anführungsstrichen, so den Einstieg ins Traktorpulling ein bisschen zu ermöglichen, denn da muss man noch nicht die ganz tiefe Tasche haben, um beim Traktorpulling teilzunehmen. Man sagt, grüne Fahne und startfrei für den roten Hurricane. Oh, und oder wird abgewunken? Schnell zumachen, wenn man unter 30 Meter bleibt, hat man die Möglichkeit, noch einen zweiten Startversuch wahrzunehmen. Aber ich glaube, da dürfte der drüber hinweg sein. Ah. Wie wir gerade schon gesagt haben, das ist immer so die Sache. Beim Anfahren, Nase geht ganz hoch, aber dann bricht ganz schnell der Laddruck zusammen. Und das ist jetzt die Frage, ist er unter 30 Meter oder nicht? Unter 30 Meter gibt es einen zweiten Startversuch. Wenn der Pull also abgebrochen wurde. 33, 32, nee. Der ist drüber und ja, das war's und das wird keine großen Pokale auf jeden Fall mit sich bringen am heutigen Tag. Paul Beniers hat den Trecker verkauft an das Lady in Red Team und ja, mittlerweile Paul Beniers selber tätig gewesen. Die haben den alten Brothers Toy, den MF, den Limited Superstock gekauft und sind jetzt mit dem Limited Superstock unterwegs, aber helfen auch noch immer mit Rat und Tat dem Team Lady in Red weiter. Also auch hier ein Turbolader, aber da sagt das Team auch, ja, 1500 PS bringt das Ganze schon auf die Bahn. Auch hier knapp 60 km/h Raddrehzahl und das Team auch auf Propuller-Reifen unterwegs. Auch sie fahren mit synthetischen Diesel, wie eigentlich alle in dieser Klasse. Und ich bin gespannt, wo es jetzt hingehen wird und ob es gelingt, weit nach vorne zu kommen. Da hat jemand richtig Bock heute. Da stellt sich mir die Frage, wurde jetzt der Bremswagen überhaupt schwerer gemacht oder gelassen, wenn eigentlich passte das ja. 99,45. Das ist die Weite, die es hier zu schlagen gilt. Das ist die neue Bestweite. Also da muss der Red Evolution erstmal hinkommen. Also das heißt, wir sehen jetzt den nächsten Finalteilnehmer.
Und ja, auf den, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, Simply Grail, der alte Schlepper vom Team Kleve. Der vom Niederrhein quasi in den Norden gegangen ist. Und ich bin. Aber jetzt schauen wir uns erstmal noch die letzten beiden Teilnehmer im Finale an. Simply Grey macht den Anfang. Schwung hätte ich nicht gedacht, aber es sollte nicht reichen. Das glaube ich nicht, dass Lady in Red geknackt hat. 96 Meter und 56, aber ein absolut stabiler Lauf. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie den Bremswagen nicht umgestellt haben, denn gerade hat er 1 Zentimeter weniger gezogen. Ja, ich habe auch fast das Gefühl, die fahren mit derselben Einstellung wie im ersten Run. Ja, wir haben noch keine Zeit, oder wie war das? Nee, also das war Stefan Raab sein Spruch. Genau. Herrschaften. Mit einem breiten Grinsen. Und der sah im Gesicht ja mal aus, als wenn er mit dem Pferd gepokert hätte und das Gebiss gewonnen hat. aber da kann es auch sein, ne? Wenn dein Vorlauf kacke läuft, ja, ne? Oder du hast technischen Defekt, wirst dann nur, weiß nicht, wir haben insgesamt, glaube ich, 15, 16 Starter und du landest dann, weiß nicht, im Vorlauf, keine Ahnung, sagen mal 7, 8 Stück schaffen es ins Finale, dann kann das schon nochmal wieder knapp werden. Also von daher ist die Messe final noch nicht gelesen, aber man muss ganz deutlich auch sagen, Maximum Risk ist da schon in der Pole Position und ja, so wie der in diesem Jahr performt, eigentlich auch, wäre es schon verdient, muss man ja sagen. Auch fast unschlagbar gefühlt im Moment, ne? Wenn er richtig läuft, dann aber auf jeden Fall. Wir haben ja bei Floating Finish gehört, in der Heavy Modified, Barry hat Bock. Barry sagt, ja, wir fahren auf Anschlag, egal was, die Drosselklappen bleiben auf. Da würde ich auch sagen, das ist der würdige Nachfolger von Eugen Kiemle. Ja. Der hat auch immer draufgehalten. Da konnte man ja sagen über ihn, was du willst, aber Eugen Kiemle, der wollte gewinnen. Der hat draufgehalten, auch wenn seine Schrauber da nicht immer mit zufrieden waren. Ihr müsst mal alte Videos anmachen von Eugen. Egal ob Museumscat, ob Museumskiller. Es gibt wirklich Aufnahmen, wo so ab 70, 80 Meter Minimum ein Motor gebrannt hat und Eugen ist niemals vom Gas gegangen. Da ist eisern einfach der Hebel immer vorne gelassen worden. Ja, und wir reden auch 23 Jahre nach dem Ende des Teams noch immer drüber. Ne? Und auch in Holland wird da noch drüber gesprochen. Also, ja, da sprechen alle drüber, ja. Da wird immer noch gesagt, das war eine Fahrt in Eugen Kiemle-Manier. Aber gut, wir sind jetzt nicht bei Eugen Kiemle, sondern bei Jörn Budding und beim finalen Pool der Supersport bis 3,6 Tonnen Klasse. Ich bin gespannt. Das wird knapp, aber es könnte reichen. Also 99,45. Oh, 100. Er hat ihn. 100 Meter und 10. Er ist dran vorbei, einen guten halben Meter. Ja, und ne, wie gerade schon gesagt, der erste Lauf von Lady in Red war ein bisschen weiter. Das hätte hier zum Sieg gereicht. Aber so geht der Sieg an Jörn Budding und auch verdient. Der erste Sieger ist gekürt. 100 Meter und 10 im Finale. Jörn Budding gewinnt die Supersportklasse bis 3,6 Tonnen. Ich weiß jetzt nicht, das heißt, er ist dann ja später, das ist, glaube ich, als sechster Starter dann nochmal gefahren. Von daher haben wir den zweiten Lauf von ihm. Und dann heißt es, die Messe ist doch noch nicht ganz gelesen. Also das letzte Arm muss quasi noch kommen. Wobei das natürlich super, super schwer wird. IHC 9,55. Theoretisch sage ich, er kommt da nicht ran. Nee, also das würde mich auch stark wundern, wenn er hier die Bestweite von Jörn Budding, die 100 Meter und 10, noch knacken könnte. Aber wir schauen erstmal. Das dürfte der vierte Platz in der Endabrechnung sein für ihn. Der Turbolader pfeift die Symphonie der Vernichtung. Ja, 89,23 ist also der vierte Platz.
Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich schnell die Siegerehrung gemacht. Ja, und dann geht es weiter mit der Light Modified Klasse. Aber wir sind jetzt im Finale. Das heißt, wir haben alle Trecker gesehen, waren alle 10 Trecker da. Und wir haben insgesamt 4 Foot Pulse, also tolle Bremswagen-Einstellung. Ja, und den Anfang macht jetzt der Shackleton. Und mal sehen, wo er landen wird. Sascha, ich muss dich jetzt noch einmal fragen, ist in diesem Fall trotzdem das jetzt quasi Pull-Off oder zweiter Lauf? Pull-Off wird das sein. Gut. Weil der hat Full-Pull gezogen und jetzt geht's los. Das war richtig geil. Ja, das ist ein absolut souveräner Pull gewesen. Jetzt wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wo der Bremswagen jetzt umgestellt, ein bisschen schwerer, aber der ging richtig gut. Also ich glaube, die Weite wird keine schlechte sein. Da müssen die anderen erstmal rankommen. Da wird auch nur der Backvorschub verändert worden sein, weil das nicht nachgeladen worden eben. So, wir haben noch immer keine Weite. 101,69 Meter. Ja, und wir haben ja wirklich, das muss man ja auch sagen, alle üblichen Verdächtigen wirklich im Finale drin. Das ist ja oft so, dann freust du dich, dass der ist da, ja, bin ich mal gespannt. Und dann ist es oft so, der eine fährt aus der Bahn, bei dem einen Motor aus. Aber es haben bis jetzt alle, ja, im Vorlauf zumindest geliefert. Von daher bin ich wirklich gespannt, wer jetzt hier das Rennen macht. Okay, wir sind also jetzt bei Serge Jacobi, wie gesagt, aus Luxemburg. Mit dabei, lange dem Zeit. Würde ich das natürlich auch total gönnen, wenn er jetzt die Weite eingestellt kriegt. Lange Zeit, wie gesagt, mit seinem Rode Löw unterwegs. Darum, das ist ja offiziell hier der Rode Löw Junior. Der wurde dann irgendwann verkauft an seinen Landsmann. Und ja, mittlerweile in Schweden unterwegs als der Wildstar. Ja, Serge hat dann irgendwann gesagt, okay, ich kann mit dem Sternmotor in der Modified nicht ganz nach vorne fahren. Jetzt erstmal der Pull. Ja, wunderschön direkt vor uns geparkt. Aber jetzt seht ihr, was das eben für ein Hammer war. Ja, und was ich gerade sagen wollte, Serge sagte dann ja irgendwann, ja, die Modified, da kann ich mit dem Trecker nicht ganz nach vorne fahren. Ich will noch ein bisschen höher hinaus. Und ja, hat dann den Trecker für die Light Modified gebaut. Und ja, seitdem ist er quasi damit bei. Zieht jetzt hier 93,33 Meter. Riech mal. Ja, nimm mal einen ordentlichen Hub. Ah, ich gebe es dazu, bei Benzin schnüffel ich, ne? Und hier ist das gerade so. Genau, ist ja auf Flugbenzin sozusagen unterwegs, der Motor. Raddrehzahl ungefähr 110 km/h. Ja, Serge freut sich, dass die Faust oben, super. Tolle Leistung. Jetzt sind wir aber erstmal beim De Jong Spezial. Ja, und jetzt fragen wir uns, ob es hier die neue Beste weitergibt. Möglich ist es von der Leistung her auf jeden Fall. Ach, schade. Es sah so aus, als wenn der rechte Motor ausgegangen wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, es hört sich auch relativ bedächtig an. Also so rein drehzahltechnisch war es jetzt nicht, weiß Gott, wie hoch. Nee, als wenn er auf Halbgas fährt oder so. Ja, und die Ballastierung war natürlich jetzt auch nicht die beste. Schaukelt sich auf, hebelt sich da natürlich auch ein Stück weit aus. Und das Vorderrad, weiß nicht, ob das da seinen Dienst auch, weiß Gott, wie gut getan hat. Also kein optimaler Pull natürlich, sonst wäre es interessanter geworden. 91,45. Mit 91,45 Meter bleibt er auch hinter Serge Jacobi. Ja, aber man muss ja bedenken, die schrauben ja jetzt schon nicht, weil sie nur Eurocup, oder die können ja jetzt schon nicht so viel schrauben, weil sie Eurocup fahren, denn würden sie den auch liegen lassen, bestimmt. Nein, also es gibt auch noch quasi einen Motorblock, wo zwei Allison-Motoren quasi drin beheimatet sind, so will ich es mal sagen. Das ist eine Sonderanfertigung, ganz, ganz selten. Aber wir wollen hier weitermachen mit dem Rocket Science.
Jack Stain bzw. sein Traktor. Ja, habt ihr das gesehen? Da wird nicht geschont. Der fährt auch genau wie der De Jong Special, eigentlich nur um einen Pokal, bricht einmal komplett ein und dann wird voll drauf gehalten. Ja, da dachte ich auch, hoffentlich passiert da jetzt nichts. Ja, eigentlich liegt er von der Ballastung her mal relativ gut auf der Bahn. Heute nicht ganz optimal, also das ist jetzt wieder ein bisschen schade quasi. Die Puls im ersten Lauf waren gut und im zweiten Lauf haben sie alle doch so ein bisschen Probleme. 93,71 Meter können wir für ihn notieren, ist aber immerhin der zweite Platz. Ich weiß gar nicht genau, fährt er immer noch mit 10 Bar Ladedruck? Weißt du das zufällig? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Das haben die ja, oh, wann war das, 19? Oder ist das länger her? Haben die das ja mal ausprobiert. Und da ist er dann im Ziel, ist er auseinandergeflogen. Ja, hat er mal gezeigt, mal dem jungen Ding gezeigt, wie das gehen kann. Aber gut, das Midas Monster ist mittlerweile auch Europameister geworden. Ja, ich denke, das ist eine Top-Leistung. Ja, das ist der zweite Platz, würde ich sagen. Ja, 97,29, ne? Ich sag ja, die anderen sind nicht optimal gelaufen und dann kann das Monster da schon hinfahren. Aber das ist doch schon relativ, ja, nah dran an Shackleton. So weit ist er nicht entfernt. 4 Meter? 400 ja, Meter? Ja, ja. Ja, das war 97,29 mit einem Motor. Mit einem Motor ist das total top. Das Ding läuft wie ein Uhrwerk. Und ja, Nico Meyer sitzt am Steuer. Zwischen Bremen und Hamburg, glaube ich, gelegen. Da kommt das Team her. Mit dem John Deere HX82 Turbolader. Ja, und das ging richtig gut nach vorne. Der Backfire. Das sah richtig gut aus. Schätze knapp 2000 PS hier an Leistung. Und wie gesagt, das sah richtig gut aus. Dritter Start erst für das Team. Ja, da wird die Faust geballt. Klasse Start. Und damit kann man sagen, ja, sind die ersten Meter auf jeden Fall gemacht. Und ja, das ist keine ganz schlechte Weite. 85,68 Meter. Statt. Der Trecker um die 2000 PS auch hier und jetzt schauen wir mal. Ja, Kuckuck, ich bin wieder da. Ja, und da kann man sehen, der Strapping Lloyd lässt es langsam angehen. Ist natürlich klar, jetzt mit dem neu aufgebauten Motor, da fängst du nicht sofort an, weiß Gott, was für Drehzahlen zu fahren. Aber dafür war es ganz ordentlich. 74,64 Meter. Ja. Und damit ist immer noch der deutsche Starter, der Backfire, in Führung. Ja, und natürlich auch mal eine ganz andere Farbe in dieser Klasse, ne? Also, dass du halt mal wirklich einen Ursus in dieser Klasse siehst, das ist auch nicht gerade häufig. Los geht's! Ja, Full Pull. Ja, und ich dachte zuerst am Anfang, er hält die Drehzahl nicht, aber ich frage mich, ob vielleicht vorne die Bahn nicht so optimal ist, dass er bewusst gesagt hat, ich nagel dir den Gashebel erst wirklich bei 30, 40 Meter nach vorne. Sehr bedächtig gefahren oder es gab ja einen Defekt, ich weiß es nicht, aber sah auf jeden Fall gut aus, wo er den Hahn aufgemacht hat, ganz souveräner Full Pull.
Vom Lillebjörn. Ja, ich habe mich auch erst gewundert. Es sah echt erst so aus, als wenn er keinen richtigen Ladedruck findet oder wie auch immer. Und erst bei absoluter Vollleistung oder bei, wenn der Hahn ganz offen ist, geht ja in der Regel bei denen dann das Licht auch an. Und das kam sehr, sehr spät gerade eben. Ja, auch sie haben ja eine eigene Veranstaltung. Auch da absolut tolles Starterfeld. Ich meine, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist dann Ende August in Sonsbeck. Und da will er mit Sicherheit auch hier mit seinem Giftzwerg vor dem heimischen Publikum zeigen, was er so drauf hat. Grüne Fahne, startfrei für den Giftzwerg. Am Ende hörte sich das gar nicht mehr so gut an. Da ist er irgendwie eingebrochen. Nee, am Ende überhaupt nicht, aber am Anfang war jetzt wieder das Phänomen, also für mich jetzt auf jeden Fall deutlich zu hören, was wir ja gerade auch schon bei dem Lillebjörn gehört haben. Am Anfang hat er auf jeden Fall auch in den Begrenzer gedreht, ist aber deutlich besser weggekommen vom Start und hatte eigentlich auch gut Schwung. Aber zum Schluss gibt es auf jeden Fall andere Trouble. Ja, das hörte sich am Ende nicht mehr gut an. Nein, nicht wirklich. Hier wird Bahn gelesen, sagt man hier gerne beim Traktorpulling. Die Jungs, die ihr gerade seht, die mit ihren Pieksern in der Bahn rumrennen und pieken, können über so viele Jahre sagen, wie ungefähr der Reifendruck vielleicht sein soll, wie hart die Bahn ist, wie viel Grip die Bahn ist. Ja, vor allem, welche Seite der Bahn sie dann wählen. Ne? Die haben genau, ja genau. Ihre, ich sag mal, Stechwerkzeuge, das ist so immer wieder lustig zu beobachten. Jeder, auch bei den Minis gerade, wenn die dann alle losströmen, wenn die Klasse losgeht, alle zack, dahin. Ja. Wo ist hart, wo ist weich, in welches Loch sollte ich vielleicht nicht reinfahren. Genau das. Jeder liest das natürlich individuell so ein bisschen für sich. Tobias Hörskamp sehen wir gerade im Bild, der macht das auch. Performt, aber trotzdem mit 50 Punkten natürlich schon ein bisschen abgeschlagen in der Gesamtwertung. Also das auf jeden Fall die Punktzahl im Moment im Eurocup. Also das heißt, ich sag mal, die üblichen Verdächtigen, die kloppen sich da oben um den Sieg. Lambada, Bobcat Senior und Whispering Giant, die holländische Armada, nur 5 Punkte auseinander insgesamt. Und hier geht es um wichtige Punkte. Und der eben erwähnte Lambada, der steht hier als erstes auf der Starterliste. Das Team Dingering, einer der stärksten Trecker in Europa und weltweit, würde ich auch sagen. Sie waren ja 2010 auf USA-Tour, sind in der Gesamtwertung, glaube ich, Zweiter geworden, konnten auch ein paar Läufe gewinnen. Und von daher bin ich gespannt, wenn da alles heile bleibt, auf jeden Fall auch ein Favorit für ganz vorne, ist klar, denn er ist im Moment der Gesamtführende im Eurocup. Ja, wir haben jetzt hier viermal Brent Anderson Motoren drauf, 8000 Umdrehungen. Viermal geben sie selber die Leistung mit 2700 PS an, was dann 10.800 PS theoretisch machen würde. Hier steht noch Puller 2000 drauf, die fahren, meine ich, auch schon mit Mitas. Ja, die sind auf Mitas unterwegs schon seit ein paar Jahren. Haben am Anfang immer so ein bisschen hin und her gewechselt. Da haben sie dann Modified Firestone gefahren, für die Heavy Modified umgebaut auf Mitas, aber mittlerweile auch nur noch auf Mitas unterwegs. Ja, ist immer so die Sache, die Reifen müssen dann auch, man muss die Erfahrung erstmal sammeln, den Trecker so einzustellen, dass der wirklich mit dem Grip, was diese Reifen entwickeln, gut klarkommt. Jetzt sind wir gespannt, Lambada, erster Starter in der Eurocup-Klasse. Und Tommy, guck mal da oben, da wurde ein bisschen die Zielflagge lediert, da kommen ein paar Fetzen runter. Full für Lambada. Ich hab's nicht gesagt, ich war ganz frech, hab das Full schon vor dem Zug einfach schon mal eingetippt. Das war jetzt nur noch ein Enter drücken. Ja. So, I wanna give you some words in English too. So, we're now in the Eurocup class. We're in the... It's Intertechno Lambada who drives full pull. It's leader in the points table with 106 points. So first pull in the heavy modified class, and we've got directly our first full pull. Team Dingering
makes it for the 100 meter. It's a football. Ja, und als nächstes kommt er. Das Maß aller Dinge, würde ich im Moment sagen. Auch wenn er gerade nicht vorne steht. Disziplin. Nee, da, ich dachte, dass da vielleicht irgendwie ein Problem wäre. Aber das scheint nicht zu sein. Und wie gesagt, Laufrichtung der Motoren zum Beispiel, um ja, da so ein bisschen die Windung aus dem Rahmen zu nehmen. Genau. Also die wissen wirklich, was sie tun. Zwei Eigenschaften, die für die anderen echt nicht gut sind. Nämlich ja, das beste oder gutes Material zur Verfügung haben und dann auch noch wissen, was man macht. Ja. Bobcat Senior, einer der Top-Favoriten und ja, auf den Gesamtsieg im Eurocup. Hatten im letzten Jahr ja viel damit zu kämpfen mit der Hinterachse. Hatten ja, die war irgendwann nach vorne gebogen quasi. Genau, im Grunde wollten die Räder das Chassis überholen, mehr oder weniger. Ja, also das haben sie nachher auf der Fräsbank festgestellt. Die hatten, glaube ich, da zwei, drei neue Hinterachsen im letzten Jahr tatsächlich eingebaut. Und das ist ja auch der Grund, warum sie gesagt haben, wir fahren in diesem Jahr eigentlich mit den großen Treckern, oder gut, mit ihm fahren sie noch in der holländischen Meisterschaft. Da sind ja nicht so viele Trecker, aber der Wicked Screamer zum Beispiel fährt regulär keine Meisterschaft in den Niederlanden mit und die Mini-Puller regulär auch nicht. Den einen oder anderen Start nehmen sie mit, aber die Meisterschaft komplett fahren sie nicht mit. Weil es war im letzten Jahr einfach zu viel zu schrauben für das Team. Von daher geht jetzt natürlich alles auf die Karte, hier auch Eurocup. Da sind sie ehrgeizig genug und wollen natürlich hier nach vorne fahren, ist ja klar. Der Papa Bertus ist schon bei der 90-Meter-Marke, der weiß, wo er hingeht. Ich gehe davon aus, er geht auch hinter die Full-Pull-Marke. Jetzt wird's laut, jetzt wird's hübsch, jetzt wird's geil. Ja, ich bin gespannt. Irgendwo zwischen 12 und 13.000 PS sehen wir jetzt. Ja, das war mein Statement, würde ich sagen. Ich meine, man muss beachten, auch ein bisschen leichter als bei Lambada. Und ja, gut balanciert, hier sehen wir es. So wie es sein soll, so einen halben Meter waren die Vorderräder über dem Boden. Also das sah wirklich gut aus. Und klar, Full-Pull, so haben wir uns das auch gedacht. Die Kompressoren da oben drauf sind mittlerweile länger wie der Motorblock. Ja, das ist ja absolute Wahnsinn. Das ist das, was ich meine. Ne? Du hast halt diese Evolution bei den V8-Rennmotoren. Da muss man die Lader gucken, 1471, 1871, also alleine um so einen Lader ans Drehen zu bekommen, brauchst du mittlerweile so um die 500 PS, weil das ist einfach brutal, was da drin ist, und die drücken natürlich, also die drücken zusätzlich oder ordentlich Luft in den Brennraum, was da verbrennt werden muss, um halt noch mehr Leistung aus den Motoren rauszukriegen. Mit dem Simply Resistible auf die Bahn gestellt. Lange Zeit war Eckbert in der Mini-Puller-Klasse unterwegs und ist dann irgendwann auch, ich glaube, der erste Simply Resistible, das war ja noch mit dem Chassis von Rodley Knox aus den USA, vom Sassy Girl oder Country Girl, glaube ich, genau, das Country Girl. Und ja, auch die haben natürlich eine Evolution durchlaufen. Das Ganze, ich glaube, auch um die Jahrtausendwende war das. Ja. Ja, und jetzt sind sie hier mit die Favoriten in der Unlimited bei den Heavy Modifieds. So, next to pull, it's Bastian Bulting from Drunten, near from Flevohof. So, an historical place we all know in Europe. And of course, one of the favorites in this class too. Ja, sie haben ein Eigenbaugetriebe drin, was drei verschiedene Übersetzungen zulässt. Durch Zahnradwechsel können sie quasi auch nochmal die Raddrehgeschwindigkeit ändern. Ein absolut solides Team. Sie sind dieses Jahr als Gaststarter in Volkmars gestartet, was ja eigentlich auch eine Farmstock-Veranstaltung ist. Waren da eigentlich mit echt das Highlight natürlich. Unter anderem war aber auch noch der So, da würde ich mal sagen, da wollte einer mal was wissen. Alter Vater, also übertrieben, Junge. Nein, also ganz souveräner Full Pull und brauchst dich da nicht hinter Bobcat Senior zu verstecken, würde ich sagen. Ja, lag auch relativ gut auf der Bahn und ruhig. Also ich sag ja, also auch über ihn wird hier der Sieg heute ausgemacht.
Und die Bahn war ganz schwierig zu fahren. Da gab es, meine ich, relativ viel Bruch. Und ja, er ist dann ganz blöde irgendwie abgedriftet und hat den Trecker leider auf die Seite gelegt. Alle fünf Motoren sollen damals einen weggekriegt haben. Der Rahmen ebenfalls. Der Rahmen war krumm, die Felge war gebrochen. Also das Ding war komplett Kernschrott. Aber ein Jahr später waren die Jungs schon wieder da. Ja, auf jeden Fall war da sozusagen am relativ ersten Lauf für die Saison dann direkt beendet. Ja, genau das. Also für die war 2016 keine schöne Saison. Auf die Frage von Ulf, kommt ihr wieder? Ja klar, kommen wir wieder. Da ging ein Jubel durchs Publikum. Und da war eben die Frage, wann kommt ihr wieder? Das können wir noch nicht sagen, aber wir kommen wieder. Und das war richtig geil, das war Gänsehaut pur. Ja, und damit angekommen beim nächsten Starter, dem einzigen Teilnehmer aus Dänemark. Hab ich jawohl. Ja, schon mal angesprochen, wäre ganz schön, wenn wir auch noch den Fenrir mit dabei hätten. Denn ja, der fehlt so ein bisschen hier noch in dieser Klasse. Aber wir nehmen hier den Beautiful Noise natürlich auch liebend gerne. Wir haben 5V8 Motoren. Ja, und der Chassis ist das alte sozusagen vom Fox-Team. Ich wollte es gerade sagen. Weißt du, was mir fehlt? Ein großer Gelber. Dänisch Dynamite, der Fox, legendär. Ich glaube, den kennt jeder, der irgendwie mit Traktorpulling zu tun hat. Der war auch immer ganz vorne mit dabei. Der war das Maß aller Dinge in Dänemark. Ja, wirklich lange Zeit gefahren und oh, da gibt aber hier der Mechaniker nochmal alles, flitzt hier gerade die Bahn runter. Jawohl. Der will's wissen. Das gehört hier schon zur Show mit dabei. Beautiful. Oh, ist aber sehr optimistisch. Setze ich hier bei der 100-Meter-Marke hin? Glaube ich nicht. Ah, trotzdem nicht schlecht. Ja, absolut, aber du hast auch schon am Start gemerkt, er konnte nie die Geschwindigkeit aufbauen, die anderen da aufgebaut haben am Start. Und er will natürlich in erster Linie auch froh sein, dass alles heile geblieben ist. Das Team, ich glaube, es war im letzten Jahr arg gebeutelt vom Defektteufel, haben dann auch nachher den Eurocup abgebrochen, weil sie einfach zu viel Schrott gefahren haben. Ja, von daher freuen wir uns für das Team, dass alles heile geblieben ist und notieren uns 81,39 Meter. Aber ich finde es schön, dass sie auf jeden Fall im Eurocup gemeldet haben und ja, hatten mit Sicherheit auch keine kurze Anreise hier nach Edewecht aus Frankreich. Bernay ist ein sehr großer Pool, einer der größten in Europa. Und auch hier werden die Motoren bzw. die Triebwerke noch gestartet. Beziehungsweise ist das Ganze jetzt abgeschlossen und ich bin gespannt, wo er landen wird. Der Startbanner wird gerade ein bisschen massakriert. Da wird sich so tief auf der Hinterachse eingebuddelt, dass die Gewichte am Rand im Grunde auf dem Boden liegen. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als ob er auf der anderen Seite noch tiefer ist. Und wir sehen es ja auch in der Wiederholung. Die Ballastierung ist echt nicht gut. Rauf und runter hebelt sich da durch die Steichbegrenzer so ein bisschen aus noch. Das kostet natürlich nochmal einige Meter. 86,18 Meter ist trotzdem aller Ehren wert. Ja, ich finde auch wunderschön zusammengebaut, schick lackiert, das Ding macht was her. Reifen bei den Mieters, die brechen ihn zu schnell aus und wie gesagt, da redest du halt auf so einem hohen Niveau. Da ist, wie es so oft ist, da wird die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Genau das. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, welches Jahr das war. Ich weiß aber, dass die in Fürchtdorf mal dasselbe gemacht haben. Da funktionierte das mit den Mieters nicht so gut. Da sind die zum Bahnkommissar gegangen, haben gefragt, dürfen wir die alten Reifen raufziehen? Und da haben die sich das okay geholt. Der Bahnkommissar hat gesagt, dürft ihr? Auf deinem eigenen Hof, schneller geht's ja auch kaum wahrscheinlich. Dann haben sie die alten Reifen nochmal raufgezogen. Das war noch in der Findungsphase so ein bisschen. Mussten aber noch einmal über die Waage rüber. Die alten Reifen sind aber in der Regel ja immer leichter wie die Mieters. Die wiegen mehr. Und dann lief er schon wieder ganz anders. Ja, aber diese Evolution haben die Teams mittlerweile eigentlich hinter sich, auch das Whispering Giant Team, wirklich ein Team, was alle Reifenmarken durchprobiert hatte. Also die hatten wirklich alle Reifenmarken im Pulling-Sektor zu Hause liegen, haben die auch getestet, aber die fahren jetzt auch nur noch Mieters tatsächlich. Bin ich frech und tippe jetzt einfach mal Full Pull ein, oder... Der hat es schwer, der hat es heute, glaube ich, mega also, schwer. Ich glaube auch, ich hätte Bock drauf. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.
aber direkt unterschreiben würde ich dir das jetzt blanko nicht. Also die Auftritte in Made und in Putten. Ja, hier ist nicht Made und auch nicht Putten. Ja, aber leistungstechnisch müssen wir ich weiß. Sie sind ein bisschen hinterher. Ich wünsche es mir natürlich, keine Frage. Ich habe es jetzt frech einfach gemacht, sonst muss ich gleich wieder löschen. Ach, scheiße. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Da fängt er so wild zu springen an, dass die Vorderachse weggebrochen ist. Er hat sich richtig mit dem Rahmen in den Boden gerammt. Ja, und so kann es gehen. Wir gucken uns nochmal die Slow-Mo an. Steigt da hoch und kommt dann richtig brutal auf. Ja. Oh, ja. Da so kann man... Also ich würde jetzt mal behaupten, so eine harte Fahrt habe ich, glaube ich, vom Fighter noch nicht gesehen. Also da kannst du halt auch sehen, dass da die Kufen unter der Vorderachse jetzt auch arbeiten, die ja seit ein paar Jahren vorgeschrieben sind. Ja, genau. Da müssen Kufen angebracht sein, damit jetzt nicht passiert, dass der Rahmen sich komplett in den Boden eingräbt und dann eventuell so stecken bleibt, dass der Bremswagen den Trecker noch aufschiebt und gegebenenfalls zum Überschlag bringen könnte. Also ganz ärgerlich. Enrico steht an der Vorderachse und guckt. Ja. Kannst du dich erinnern, den Fighter schon mal so brutal, so hart? Ah, selten. Selten. Also, jetzt ist halt die Sache, haben wir jetzt vielleicht schon das Ende vom Fighter gesehen? Das könnte passieren, ne? Wie gesagt, wir kriegen sowieso einen neuen. Wir sind zwar auf Tobias jetzt, aber ich glaube, Tobias grinst sogar noch. Ich kann das nicht genau sehen. So, okay. Der Bismarck Giant fährt vor dem Bremswagen. Genau. Ich blende ihn jetzt einfach nochmal ein, weil ich es schön finde. So, guck mal, da drückst du hier und zack. Das kriegt nicht mal Eurosport so hin, wie das hier gerade läuft. Bei Eurosport würdet ihr gleich auch wieder hören, es wird nachgetankt. Kerosin ist sonst nicht genug dabei. Wahrscheinlich würden die sogar sagen, da wird Diesel nachgetankt oder so. Die können zwar schön reden, haben aber keine Ahnung. Ja, ich hatte da tatsächlich auch immer den englischen Kommentar an damals, wo es noch bei Eurosport übertragen wurde. Aber dafür habt ihr jetzt uns... Die auch keine Ahnung haben? Nein, das stimmt ja nicht ganz... Das würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Naja, pass auf. Bei mir im Freundeskreis sagen wir alle, wie behindert ich bin, dass ich mir diese Scheiße merke. Wenn ich neben dir sitze, habe ich das Gefühl, ich bin Sonderschüler im dritten Anlauf. Ne? Du hast den größeren Knack von uns weg, das sag ich dir. Ja. Aber im Positiven, oder? Ja. Zum Glück. Richtige Antwort gegeben. Ich mach mal zwei einfach. Jawohl, jawohl, jawohl. Da ist er, so will ich das sehen. Da ist jetzt für mich eher die Frage, ist der vielleicht auch noch mit der ersten Bremswagen-Einstellung gerade gestartet, weil das ist ja ein deutlicher Unterschied zu seinem ersten Lauf. Also ganz lockerer Full-Pull, weil es hieß ja, nach Lambada wird der Bremswagen leichter eingestellt und da hatte der Giant 97,50, vielleicht haben sie ihn doch erstmal so gelassen und dann mit dem Giant Sascha sagt auch, ja, ich vermute das fast. Aber dann ist halt die Sache, ne? Also von 97,50 Meter auf hier so drüber geflogen. Also oder eben kein Best of Five, sondern zwei Versuche ganz regulär und jetzt wird nur... Oder halt als Test, als Testpool werden lassen und dann nochmal regulär. Nur wie gesagt, theoretisch hätte er den dann gar nicht fahren müssen, wenn es ein Best of Five geht. Mir ist scheißegal, ob da der gezogen. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall notieren wir uns einen Full Pull für den Giant. Das läuft, sehr geil. Übrigens, geiler Auftritt hier mit dem Wärmeträger und so weiter. Das sieht richtig professionell aus, was die machen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wir sind ganz nah an Eurosport und wir reden nicht so schön wie die, aber wir haben mehr Ahnung wie die. Ja, das ist so spannend, ja. Obwohl ich noch nicht gehört habe, was ihr erzählt habt, aber das ist so spannend, ja. Sehr geil. Cooler Job von euch beiden, macht weiter so und jetzt finde ich das gesagt. Für den Finish-Team. Also, wir schauen mal, was der Ivan jetzt anstellt. Der erste richtige Starter mit Saint-Germain. Ja, und der Ivan schlägt sich eigentlich ganz gut, aber wenn wir es nochmal hier in der Slow-Mo sehen, geht auch rauf und runter, das sieht man auch nicht oft vom Ivan, denn der, ja, am Start geht eigentlich die Nase hoch und danach hält das eigentlich. Und aber trotzdem eine gute Weite, 91,07 Meter notieren wir für Christian Sommer und den Ivan.
Das Finale! Wir sind jetzt zusammen! So, jetzt ist Pull-Off, jetzt geht's um alles. Jetzt wird keiner mehr in irgendeiner Weise schon fahren. Nein, jetzt geht's einfach um ganz wichtige Eurocup-Punkte. Da heißt es jetzt Dingering gegen Buhr in allererster Linie. Der Whispering Giant will natürlich auch noch mit reinschmeißen, was er kann. Denn wir haben es ja gerade schon gesagt, also die drei sind ganz nah beieinander in der Punktetabelle. Also Lambala ist in Führung vor dem Bobcat Senior und dem Whispering Giant auf 3, der aber punktgleich mit dem Senior ist. Ja, von mir aus jetzt mal eben liebe Grüße nach Wildstedt an Arne. Ja, wir wollen alle Hoodies. Ich kläre das gleich nochmal irgendwie. Wir finden heute bestimmt noch eine Lösung. Basti Wünding und ein Verdrosse. Auf Sie werden ein Wörtchen mitfahren und ich habe Sie. Aber ein Content nur normaler Bobcat-Senior. Sicherlich die Top der Minute. Ja, der Anlasser wird zur Seite gepackt in den Gators, den das Lambala-Team umgebaut hat. Also da gibt es ein eigenes Video von. Wer das mal sehen will, auch auf dem Lambala-Kanal. Auch allein der Umbau von dem Gators, also das Ganze ist mit Teppichboden ausgelegt. Da wundere ich mich jedes Mal, wenn ich diesen Gators-Wagen sehe, wenn ich im Fahrerlager stehe und denke, beim letzten Mal war doch hier Schlamm und Dreck überall. Ja, sieht irgendwie wieder gut aus. Also das Lambala-Team, wenn du den Trecker siehst, den kannst du dir so ins Wohnzimmer stellen. Echt immer vom Feinsten. Ja, Wim Dingering jetzt seinen 43. Geburtstag gefeiert. Wie sollte es anders sein als beim Pulling in Arkte Kerke vor einer Woche? Ein Lauf an der belgischen Grenze. Arkte Kerke, das ist auch der geilste Ortsname. Das ist so ähnlich wie Füsselhövede. Wer kommt auf so welche Namen? Füsselhövede. Ich glaube, da muss bei der Einweihung von dem Ort, ne? Da muss der Bürgermeister war breit und hat gesagt, das sind wir in Füsselhövede. Wahrscheinlich gab es auch Chardonnay zu saufen. So, jetzt geht's ab. Ja, und da wird direkt geflucht. Das sah für mich so aus, als ob der vordere linke Motor nicht mehr richtig mit durchgezogen hat. Wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt schauen wir uns die Wiederholung an. Irgendwas hat sich gefühlt, da zerlege ich das Geräusch wurde auch anders. Also ich glaube, es war tatsächlich der vordere linke Motor. 88, 34. Ja, und Wim Dingering, ja, den kennen wir ja, der ist ja sehr emotional, zeigt sehr doll, was ihm gefällt. Und noch viel doller, was ihm nicht gefällt. Und das gefällt ihm gerade nicht. Okay, wir hören jetzt hier die Startgeräusche. Und das ist auch 4x V8, 4x Red Anderson. Das geht so pro Motor auf 3000 PS. Ja, ich finde das dezent angegeben. Von den 2,5, da sind die weit drüber. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also ich weiß, dass damals der erste, vom ersten Bobcat Junior der Motor, der wurde damals mit 3200 PS angegeben. Und ich... Dann haben die Schwächere draufgebaut. Ich glaube, ja genau, die haben den ja, gehabt Schwächere und haben gesagt, das lief so gut, dass wir hier kleinere drauf machen. Genau. Wenn eins Sinn macht, dann das. Und das hast du doch heute auch schon gelernt, 2700 PS in Füchtdorf, ja. In der anderen Edeweg. Also das kann gut sein, dass um Zwolle herum diese Motoren aufgrund des Luftdrucks nur 2500 leisten. Das ich sage, in Edeweg sind wir jetzt pro Motor 3200, das sag ich. Das ist doch am wahrscheinlichsten, oder? Ja, das ist... Ja, jetzt müssen wir die Augen ein bisschen besser aufsperren. Schön in schwarz foliert das Ganze. Das ist Absicht. Ja. Das ist quasi so der Stealth-Bomber unter den Traktorpullern. Ja, so schön im matten Schwarz gehalten. Ah, ja. Mega gut. Barry Burr. Hat auch was. Jetzt bin ich gespannt und wenn alles gut geht... Ich sag, der zieht durch. Ich sag 104 Meter. Also ich glaube auch, dass er über 100 Meter gehen 104 wird. Meter, sag ich jetzt. So, Hände hoch, Füße auf den Tisch, los geht's. Oh, hat einen Reifen
haben sich da wieder ein bisschen aufgebläht. Ja, ich glaube, es war nicht auf unserer Seite. Wir gucken mal, da, guck mal. Da, du siehst es direkt in der Wiederholung. Also nicht auf unserer Seite, aber wir konnten es erahnen. Ja, genau. Dass der Reifen da auf der rechten Seite gewachsen ist. Und jetzt bin ich aber mal gespannt. 87,27, er bleibt hinter dem Lambada. Das gibt's da gar nicht. Das hätte ich nie gedacht. Into second spot. So, growing wheel. A growing wheel for Bobcat Senior and yes, wheel. Aber genau wie ich es gesagt habe, jeder kann Bruch haben, jeder kann einen Defekt, einen Fehler oder sonst was haben. Und schon werden die Karten neu gemischt. Ja, so, just into second place. Das heißt, der Lambada ist weiter Eurocup. Ist auf Eurocup-Führender. Ja, ist auf absolutem Eurocup-Kurs. Und jetzt ist natürlich nur die Frage: Unterschätzt man den Giant nicht? Nein. Also, der hat. Ich würde das jetzt so feiern, wenn der vorbeigeht an den beiden V8. Der hat alle Trümpfe in der Hand und ich sag, der Giant geht gleich vorbei. Der Giant holt sich heute den Tagessieg. Ich würde es feiern. Wenn du einen Traktor hast mit Hubschrauberturbinen und du heißt Bass Lifting, auch wenn Lifting leider ein bisschen anders geschrieben ist, aber wenn du Bass Lifting heißt und hast Hubschrauberturbinen, dann hast du alles richtig gemacht. Ja, und Barry Buhr einfach auch mega sympathisch. Trotzdem ich, ne? Gute Laune, ne? Da gibt's nichts. Ja, und jetzt denke ich mal, haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt die neue Bestweite sehen. Also wir haben jetzt zwar einen Motor mehr, aber natürlich weniger Gesamtleistung. Wir haben jetzt 10.500 PS, so wird das Ganze theoretisch mit 5 Motoren angegeben von den Jungs. Ja, also das sind Chevy Big Block Nachbauten, New Century, genau. V8 Motoren, also darum dürfen sie auch einen mehr haben. Also das sind jetzt keine Brad Anderson Hemi Motoren, wo nein. Wir aber 3.000 PS reden. Aber in so einem Golf 1 wäre das schon ein geiles Ding. Ja, im Zweier geht auch noch. Ja gut, im Dreier wird knapp. Ja, und im Vierer wird es scheiße aussehen. Also, ich habe einen Golf 7. Ich wette, ab da würde es wieder gut aussehen. So, musst du mal nachfragen, was denn so der Kurs ist. Okay, wir sind gespannt. 5 Motoren, aber es geht da auch meiner Meinung nach dann zum Schluss gar nicht mehr so um die letzten PS, sondern die PS, die du hast, die auch ordentlich auf die Bahn zu kriegen. Das ist genau das. Das genau ist das eigentliche Geheimnis, was du dann da wirklich schaffen musst. Also über die Erfahrung verfügen die Jungs, kann man ganz klar sagen. Jetzt ist die Frage, wie gut kommen sie mit der Bahn zurecht? Ja, und du hast ja gerade gesehen, wie es beim Lambada aussah. Der hatte auch auf einmal einen absterbenden Motor. Beim Bobcat Senior wächst auf einmal das rechte Rad. Ja, und dann stehst du ganz schnell da. Und bist mit, wo waren wir? 88,34 Meter noch der Führende im Moment, ne? Also jetzt, wenn der jetzt durchmarschiert, fällt mir ein Ei aus der Buchse. Wie gesagt, das Team in der Nähe oder aus der Nähe vom Klebehof aus Brunn. Los geht's! Ein ganz, ganz geiler Pull, wild, aber super. Ja, aber unglaublich. Aber guck mal, der geht zu sehr rauf und runter. Das kostet zu viele Meter. Das kostet einfach zu viele Meter und er kriegt so die Leistung nicht auf den Boden. 87,62. Lambada bleibt in Führung. So, what a close finish. 87,62. Ich wette, uns hört gar keiner mehr. Vor uns ist gerade Kernschmelze gefühlt. So, once again, we have got 87,62 in second place. So, Intertechno Lambada is still in the lead into second spot. Gets now simply irresistible. And in the third place, Bobcat Senior. And we still have one more to go. Or ja, two. Ja, so macht das Spaß. So ist das geil, wenn die Jungs auch mal eben anbremsen. Ja, wir sind hier irgendwie, die Seite wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt heute hier, ne? Ja, wir beide? Nein, die meisten Trecker gehen ja wirklich auf der anderen Seite vorbei. Ja, da sind wir heute ein bisschen die Gearschten, aber was willst du machen? Wir tun das, was wir können. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja. Der Giant geht vorbei, 95 Meter. Was machen wir, wenn er rüber geht? Was machen wir, wenn er durchgeht? Über 100? Wenn der über 100 geht, was machen wir dann? Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Ich könnte eine Cola ausgeben. Ja.
Oder dann bringt dir einer aus dem Ü-Wagen eine Cola. Ja, also ich bin wirklich gespannt. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Komm, eine Sherry Coke kriegst du so schon mal einfach, ob er durchgeht oder nicht. Erstmal zum Warmwerden. Also die vier Turbinen werden gestartet und da sind wir auch wieder bei der alten Nummer. Rein leistungstechnisch ist der Giant hier den Multi V8 dann unterlegen, aber ja, mit der richtigen Ballastierung, Traktion, also wir lassen uns mal überraschen. Ja, kommt drauf an, welche wirklichen Leistungen da man jetzt nehmen will. 8000 PS stehen jetzt gerade am Start. Der Lambada wird mit guten 10.000 PS angegeben. Beim Bobcat sind wir uns relativ einig, dass das um die 12 vielleicht sogar drüber sich abspielt. Dann wären das sogar 4.000 PS weniger, die wir da jetzt gerade sehen. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass Lambada da wirklich weniger Leistung haben wird als Bobcat Senior. Ich habe ja gesagt, das sagen die. Genau. Und denkt an die Edelbecht PS. Das, ja, Edelbecht hat sehr viel Sauerstoff in der Luft. Wir wissen immer noch nicht, was wir jetzt machen. So, jetzt schauen wir mal. Ekstase. Jetzt zählt's. Oh, ich würde sagen, der Lambada bleibt auf 1. Ich glaube, der Lambada bleibt auf 1. 87,09. 87,09, Wim Dingering ist immer noch auf der 1. You are still the one. Also, was für eine knappe Nummer. Und da habe ich nicht mitgerechnet. Also, es sah mir beim Whisky Giant fast so aus. Ich weiß nicht, ob der Zugpendel noch ein bisschen runtergedreht haben. Normalerweise ist er ein bisschen mit der Nase höher. Ja, das habe ich auch gedacht. Ne, also, wenn du. Also, normalerweise. Vielleicht haben die Jungs jetzt gepokert und gesagt, okay, wir gehen auf Nummer sicher. Hier, wink mal, wir werden schon wieder gefilmt. Hallo. Wir gehen auf Nummer sicher. Aber. Das musst du überlegen. Lambada mit einem kaputten, in Anführungsstrichen, vierten Motor, gewinnt hier die Heavy Modified. Und überleg dir mal, wir haben jetzt 87,09 Meter. Das heißt, vom ersten bis zum letzten sind es 1 Meter, noch nicht mal 1,30 Meter, glaube ich. Das haben wir jetzt 87,09 Meter. Ja. Mich ärgert es ein bisschen für den Giant indirekt. Mich freut es für Wim, weil wenn er hier Bruch hat und trotzdem auf der 1 bleibt, ist es ihm auch wieder absolut zu gönnen. Es dürfte für Ivan trotzdem sehr schwer werden und selbst wenn. Ja, also das denke ich auch. Es ist kein direkter Konkurrent fürs Lambada-Team. Nein, da würde es jetzt halt nur um den Tagessieg dann quasi gehen. Den ersten Platz streitig machen kann der Christian Sommer ihm jetzt, glaube ich, heute nicht mehr. Wir werden sehen, also auf jeden Fall nicht im Gesamtklassement. Aber Christian Sommer auf jeden Fall damit 5. Platz. Gibt es hier auch 26 Punkte wie in unserer Meisterschaft für den ersten? Oder wie rechnen ich meine, die? Es sind 30. Die rechnen 30 auf den ersten Platz. 30 und dann glaube ich 27. Okay. Ja, Deutschland ist 26 für den ersten Platz, ne? Oh, wir haben gerade von Sascha gehört, wir haben die 10.000 Aufrufe geknackt. Hallo und schönen Dank. Schön, dass ihr alle dabei seid. Schön, dass ihr alle zu Ende mitguckt und Ivan kommt. Ja, und so wie wir es erwartet haben, der Ivan kann ganz vorne natürlich nicht angreifen. 75 Meter, 87, so 75.87 for Ivan and Christian Sommer. So, Lambada wins the heavy mod and that was, we heard it from Wim with the three motors since the 70 meter mark. So, yes, congratulations to Wim Dingering and the whole vom Zarpo Pulling Team, wie gesagt, 2018 nach der Europameisterschaft den Zarpo gekauft und ja, seitdem ist das Team mit dem Yellow Dream unterwegs. Ja, der alte Zarpo war auch immer für wilde Ritte bekannt, immer stabil am Start gewesen. Jetzt das ganze Gerät in Gelb in Deutschland unterwegs. Oh, das
Das sah aber geil aus, aber wie geil war das wirklich? Ja, also auch da siehst du so die Problematik, die die Teams wirklich am Anfang haben. Also für mich hört sich das tatsächlich so an, als ob die alle am Start so ein bisschen in den Begrenzer reindrehen. Ja, und dann spielen die so ein bisschen Jojo. Also rauf und runter geht es da immer wieder. Und ja, da hebeln sie sich wirklich tatsächlich selber ganz gut aus. Ja, und das kostet natürlich ordentlich Meter. So wie auch in dem Fall. Der Motor hat sich jetzt zum Schluss auch nicht ganz optimal angehört. 84 Nein. Meter 51 notieren wir hier. Ich hatte schon. Das ist ja fast so wie mit der Stollentiefe von Team Kaiser. Ich wollte es nicht sagen. Ich habe jetzt echt gedacht, ich halte mal die Schnurze. eventuell habe ich die Jungs ja nachher eh nochmal am Arsch, ne? Weil wir haben Ulf eben mal mitgeteilt, dass nach dem Zug. Oh, der war aber auch zwischenzeitlich echt hart im Begrenzer, glaube ich. Ja, absolut. Konnte man deutlich hören diesmal. Also da konnte man es wirklich sehr, sehr deutlich hören. Ja, der schöne Ford 9600. So ein geiles Teil. Ja, absolute Sahneschnitte. Ja, was ich eben sagen wollte, ich habe Ulf nochmal eben geimpft, dass wenn Team Kaiser kommt, er doch bitte nochmal auch hier den Leuten vor Ort sagt. Alle bitte einmal bei Facebook, Instagram oder bei TikTok einmal melden und Team Kaiser schreiben, wir wollen Hoodies. Ja, und wie gesagt, in den Punkten ist er relativ weit vorne und er will seinen Platz hier mit Sicherheit weiter ausbauen. Ich bin gespannt. Startfrei für Betty Boos. Ja, und wie wir schon gesagt haben, hier ist heute Endlauf. Hier gehen die letzten Punkte heute weg. Da hat's gerumst. Erinnerst du dich, was ich dir am Anfang der Klasse gesagt habe? Über die Bahn, über die Motoren. Ja, ja, die Motoren drehen viel zu hoch, die gehen alle ganz hart in den Begrenzer rein und scheinbar ist genau das hier gerade passiert. Ja, ich habe gesagt, es wird mindestens ein Motor hochgehen. Guck dir die Slow-Mo an. Das ist krass. Also da wird Sascha auf jeden Fall. Also es ist immer so, für die Fotografen und die Videofilmer ist das jetzt mit Sicherheit ein interessantes Bild. Für das Team selber natürlich nicht. Also das ist ein immenser Schaden, den wir gerade gesehen haben. Motorplatzer beim Betty Boos und zwar ein richtig heftiger. Ja, da wird sich in den Arm genommen. Das ist natürlich immer eine ganz beschissene Schrecksekunde. Wichtig ist in allererster Linie, dass es dem Fahrer da gut geht. Aber ja, wir haben hier feuerfeste Kleidung. Also in den meisten Fällen, oder es ist bis jetzt alles immer gut gegangen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut überbrückt und die Bahn scheint wieder frei zu sein. Als nächstes vom Bremswagen rollt der eben angesprochene Nils Omer. Er war ja auch mal mit einem Packard V12 Motor unterwegs. Jetzt aber Nils Omer. Oh, das fand ich jetzt sehr beeindruckend. Und der Never Satisfied. So, und da konntest du jetzt sehen, der ist verdammt gut weggekommen und die Ballastierung viel besser als bei den anderen. Ja, 99, 88, aber Top 5, glaube ich, hat er sehr gute Chancen und sich da auch im Gesamt-Eurocup weiter vorzuschieben. Ja, trotzdem ist das immer ärgerlich. Du willst diese 100 Meter eigentlich geknackt haben, ne? Ja, 12 Zentimeter davor ist schon eine knappe Nummer. Ja, du willst als Puller dreistellig sehen. Aber wie gesagt, das war gut und das hast du schon am Start gemerkt. Der hat den Schwung gut aufgebaut tatsächlich. Ja, und damit Wertungszug für den You Never Know Seven Klingsheim. Ja, ähnlich geil wie vorher, ne? Ja. Aber hast du gesehen, dass das rechte Rad hat sich deutlich tiefer jetzt gerade eingebuddelt, ja, wie das linke? Genau. Also das Rad, wo jetzt die Kamera steht, wo Johannes mit der Kamera ist, deutlich tiefer eingegraben und auch erst deutlich in den Begrenzer ganz am Anfang gegangen. 97, 36. So 97.36 for You Never Know Seven Klingsheim from Norway. It's the official run. Aber ich denke, da ist er trotzdem mit zufrieden. Das war wirklich nicht schlecht. Ja, und da kannst du es jetzt auch wieder sehen. Also die Erde, die ist richtig warm. Da dampft es richtig. Ja, ja, ja.
Ja, 91,25 Meter waren es gerade. Mal schauen, ob er dann noch den ein oder anderen Meter drauflegen kann. Ich glaube, so wirklich viel weitergekommen ist er jetzt nicht, der blaue Donner. Das glaube ich auch nicht. Und die kommen super schwer am Start weg. Ja, ne? Der kam auf jeden Fall auch schwer weg. Du hast auch auf jeden Fall auch wieder gehört, dass er Innenbegrenzer gedreht hat. Ja, 88,79 Verschlechterung für Blue Thunder. Aber immerhin ist alles heile geblieben. Ja, ich glaube, das ist auch viel wert hier heute bei der Bahn jetzt. Ja, jetzt grüne Flagge, Start frei, ne? Für den Rabbit Gone Wild. Mal gucken, ob er hier wirklich wild wird. Daumen drücken, dass er heile bleibt. Ja, der dreht hier richtig, richtig böse in den Begrenzer rein. Ja, das klang echt ungesund. Ja. Absolut. 85, 71. Als Einlaufmucke hat er Dirty Works. Alles klar, Incredible Deer, erster Starter. Lass ihn heile, du hast gerade erst repariert. Zwischendurch ein bisschen komisch geknallt. Hast du das auch gehört? Ja, absolut. Also das hat sich zum Schluss nicht gut angehört. Von daher bin ich froh, dass er jetzt auch vom Gast gegangen ist, bevor wir hier noch mal so einen Feuerball auf unserer Höhe sehen. Junge. Ja, also lag eigentlich nicht von der Ballastierung her zumindest gar nicht so schlecht auf der Bahn. Aber ist natürlich vielleicht auch ein bisschen undankbar, dann nach dem Regen wieder als Erster zu fahren. Ja, meistens ist das so. 87, 21. Schön anzusehen, das Ganze. Orange Unterbeleuchtung. Motor ist auch so ein bisschen orange beleuchtet. Ja, aber auch fest steht natürlich für Edwin, dass er auf jeden Fall nicht im Finale mit dabei sein wird. Dafür reicht einfach die Weite nicht aus. So sieht's aus. Halt ja, so wie du sagst, um nochmal bei Pulling zu bleiben, muss jeder selber wissen, aber da ist für mich immer so der Punkt erreicht, wo ich dann sage, nee, also wenn ich noch niemals meine Pulle Wasser mit reinnehmen darf, dann wird es langsam eng. Aber gut, wir bleiben bei Pulling. Wir sind ja in Edewecht und wir sind angekommen in Dänemark. Lucky Luke. Ah, da ist auch Feuer unter der Haube. Oh, war es richtig gut unterwegs eigentlich. Ja, das sah super aus. Das Methanol ist da am Brennen. Ja, du siehst richtig unter dem Trecker jetzt. Ja, ja. Das Flammenmeer. Das raus. Ja, ja. Währenddessen wir die Zeitlupe nochmal im Stream sehen. Genau, das könnt ihr gleich bestimmt nochmal sehen, wie das so langsam vor sich hinkokelt. Aber der Brand ist auch schon wieder unter Kontrolle und gelöscht. Ja, ja. Ja, also schon hier wirklich die Klasse des extrem gequälten Eisens. So. 83, 24. 83.24 for Lucky Luke from Denmark. Halbgas wird jetzt wieder nicht gefahren, auf gar keinen Fall. Jetzt zieht durch. Ja,
Was haben wir gesagt? Auch das Top-Team kann Probleme kriegen. Aber der Start war total gut. Er kam schnell weg, hatte ordentlich Geschwindigkeit drauf. Dann hörst du auf einmal dieses Geräusch, was du nicht hören willst. Und das ist jetzt wieder die Sache. Es wird jetzt interessant sein zu sehen, was seine Konkurrenten machen und wo die abschneiden werden. Da muss gleich mit dem Spitzenbleistift auf jeden Fall gerechnet werden. Da gibt es auf jeden Fall einen Schaden am Motor, da steht fest. 71,38. Ich war jetzt froh, dass er noch ein bisschen von uns weg war, denn das hat sich echt nicht gut angehört. Wolltest du dich duken? Im Notfall schon. 71,38. So, bad luck for Rob von der Waal. 71,38. Wenn ich das Gefühl habe, das wird komisch, halte ich einen Laptop vors Gesicht. Ja, und jetzt musst du nachher wirklich rechnen, ne? Also, jetzt müsste man nochmal die Punkttabelle rausholen. Dann fangen wir, gehen wir weiter im Programm und sind angekommen, wie gerade gesagt, beim Newborn Deer. Und auch Ruben Zeilenstra sitzt hier am Steuer, pilotiert eigentlich den Trecker seines Vaters. Und ich bin mal gespannt, ob er hier so einen ähnlich stabilen Lauf hinlegen kann wie mit dem Green Gangster Deer, denn der ist weiterhin der Einzige, der hier über die volle Distanz gegangen ist. Grüne Leuchte und startfrei. Ach, es nimmt kein Ende, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwie der Turbodruck zu stark war, Wastegate aufgemacht hat. Und hat aber auch den Traktor hier komplett schon mal zerstört. Hoffentlich lässt er ihn ganz. Ja, ich wollte gerade sagen, also Edebecht ist alles drin für ihn eigentlich, oder? Ja, in Edebecht hat er, ja, hier lag Jubel und Trauer auch schon echt nah beieinander, ne? So, wir gucken mal, hast du Clemens irgendwo gesehen? Nee, ne? Sonst hätten wir einen Indiz, was Clemens meint, wo der Trecker hingeht. Clemens und Thomas schrauben immer schön zusammen in der Werkstatt und können... Sie können auch 12 Stunden nebeneinander stehen und schrauben, die reden kein Wort miteinander. Das haben sie mal in einer D-Max-Doku erzählt. Jetzt echt? Ja, das ist Münsterland, ne? Ja, da wird nicht groß geredet, da wird gehandelt. Oh! Ah, das sah mega spektakulär aus. Das hat natürlich, weil er so hoch gestiegen ist, auf jeden Fall Meter geklaut. Der wird in den Steigbegrenzern drin gewesen sein. Ja, das war schon ein sehr, sehr harter Pull, aber er ist tatsächlich auf dem Gas geblieben. 82,29. Mega geiler Pull, leider natürlich nicht der wirksamste. Und jetzt rollt Team Kaiser mit dem Best Solution ein. Jetzt blende ich euch das auch nochmal ein. Da ist er. Das neue Geschütz von Team Kaiser. Optisch ist das kaum zu überbieten. So, Ladedruck wird gesucht. Christoph, lass ihn ganz. Das wird eng. Bleibt aber heile auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste, sag ich jetzt gerade. Und auch er hat Probleme. 82,02. Bleibt ganz knapp hinter Genie. Die hatten 82,29, also Zentimeterentscheidung fast. Da wird Tommy jetzt aber glücklich sein. Und von daher sind wir gespannt, was Ruben Zeinzer uns jetzt zeigen kann. Und fahren kann der, das wissen wir. Daumen drücken. Oh.
Ja, das war sehr gut. Hast du gesehen, wie krankhaft dosiert er angefahren ist? Ja, und komplett. Aber ich weiß nicht, ob er da vielleicht zu zaghaft war. Ja, das weiß ich nicht. Das Problem ist... Das ist wahrscheinlich ganz schwer zu sagen. Es war auf jeden Fall, er ist ganz vorsichtig, ganz zaghaft angefahren. Ja. Wollte nicht komplett in den Begrenzer drehen, mit Sicherheit. Wie wir es ja schon sehr häufig in dieser Klasse gesehen haben. Und also von daher, ich bin gespannt, ob wir jetzt die neue Bestweite sehen vom Never Satisfied. Alter Schwede, Hut ab. Ja, alter Norweger quasi. So, alter Norweger. A new leader. And that's Nils Omar from Norway. And he made it exactly very, very good. So the start was very, very nice. Ja, wir hören der letzte Pull. Los geht's. Ich würde sagen, das ist der zweite Platz. Boah, ich glaube auch. Und die Skandinavier sind richtig, richtig stark hier unterwegs. 92, 78. Da gucken wir noch mal kurz. Zweiter Platz. Never Super. Satisfied holt sich hier den Tagessieg. Verdient. Und jetzt ist die Frage, wie es im Eurocup-Gesamtklassement aussieht. 92.78. You never know. Starker Auftritt, ne? Ja, Berti, soll ich dir mal was Trauriges sagen? Wir sind durch. Ich meine, die haben eben schon mal gesagt, die Klasse ist zu Ende, aber das war der letzte Zug, oder? Ja, wurde jetzt gerade durchgesagt. Eigentlich ist es ja Top 5, das war jetzt, wenn ich hier mich nicht verschrieben habe, der dritte Starter. Vielleicht der Rest Moose. Ja, Ulf sagt das nochmal, das war der letzte Pull.